Ja, meine Freunde, was geht ab bei euch? X7 hier am Start, im neuen Sound of War Video. Willkommen zu einem Rang 5 Gildenkampf. Wir kämpfen heute gegen Overcharge. Eine sehr starke Gilde. Und wenn ihr es im Stream von mir noch nicht gehört habt, diese Woche ist die schlimmste Woche in meiner SW-Karriere bezüglich der GKs. Ich werde in jedem GK irgendwie totgeblockt. Schaut euch mal meine Angriffe an. Also ich bin ja einer, der normalerweise sehr oft erfolgreich ist. Und das die ganze Woche über. Also ich bin sehr oft im Ranking, meistens sogar Rang 1. Ich will, das soll jetzt nicht irgendwie sagen, dass ich so krass bin oder so, aber ich mache meine GKs meistens sicher und zuverlässig. Ja? Und diese Woche sieht so aus: Draw, 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 Draw und Draw und Draw. Damn, und sowas kommt nicht oft vor, deswegen bin ich sehr gespannt, wie es in diesem Kampf heute aussieht. Das wird gefährlich. Wir sind Rang 26, wie gesagt, die sind Rang, was habe ich gesagt, 5. Ja, Rang 5 sind sie. Das kann ja was werden und ich bin bei der Beteiligung Rang 6. Es ist jetzt nicht so schlimm, ich mache nur einen Spaß. Wir versuchen, das Beste rauszuholen und bevor wir loslegen, ein kleiner Verweis. Zum Schluss bei der Frage des Tages gibt es diesmal eine Schriftrolle für alle. Und das ist diesmal kein Scam oder kein Joke und kein Witz, das ist garantiert. Also bleibt dran. Let's go! Wir beginnen mit einem Plus Zweier. Da wir nicht mehr viele Mitglieder haben, 12 Schwerter, müssten wir die gelben oder grünen angreifen. Das wird unser erster Gegner sein. Ich habe schon genau einen Plan im Kopf. Oben das ist mein Everest-Team. Normalerweise steht da eine Perna, aber eine Rika macht gar keinen großen Unterschied. Selbst wenn eine Triana steht, ist das kein großer Unterschied. Da ist das Potenzial ein bisschen größer, dass man stirbt, falls sie procken und Triana langsamer ist als die Gegner und dann Immunity draufbringt. Deutsch Heaven. Ja, aber ich denke, bei diesem Team werden wir so keinerlei... Ich sollte es nicht sagen, oder wir werden totgeprockt, ich habe es schon im Gefühl. Sollten wir wenig Probleme haben. So unten das Ganze können wir spielen, indem wir Windpanda und Kupfer benutzen, dann haben wir die Jeanne kaputt. Oder wir Mirron das. Mirron ist normalerweise keine gute Option, vor allem nicht gegen so eine gute Gilde. Ich mach's trotzdem. Let's go! Erstmal so vorschlagen, was man machen könnte und dann das Schlechteste machen. Ne, was schlecht, es gibt schlechtere Sachen, also das heißt jetzt nicht, dass wir definitiv verlieren. Ich hoffe es zumindest, aber wir lassen es heute spannend. Oder es soll spannend bleiben. So, Rika ist kaputt, kann nicht wiedergeholt werden. Alles gut. Jetzt müssen wir einfach nur langsam, aber sicher den Molong töten, wenn er halt oft proggt und... Naja, unglückliche Situationen passieren, dass wir keinen Heal mehr haben und der irgendwie meine Harmonia letztendlich dann doch noch durch einen Reckless killt, dauert es ein wenig, bis man den Elade gekillt. Das ist so das Schlimmste, was passieren kann. Oder wenn zum Beispiel Molong im First Turn derbt und macht einen Defense Break und macht dann Reckless mit einem Proc oder umgekehrt. Oder er macht den zweiten Skill into Reckless oder stunt uns dann alle oder so, dann ist es schwierig und blöd, aber so ist Avarice extrem gut, ich sage es oder kann es nicht oft genug sagen, Avarice ist ein Traum gegen Anti-Revive-Teams und selbst wenn er keine Ladegel ist und nur eine Perna, die Perna kriegt nicht ihr zweites Leben. Ich finde ihn mega, aber ich denke, das solltet ihr mittlerweile wissen. So, wir skippen mal bis zum nächsten Kampf, der muss jetzt hier einfach nur noch sterben. Bis er gleich. Geschafft! So, jetzt bin ich gespannt, die sind schneller als wir. Resistance! Mal sehen, ob die oft procken. Kein Proc? Was? Kein Proc? Mal sehen, ob wir oft procken. Ein Defense Break gelandet, immerhin. Sehr gut. Er landet es sogar bei zwei. Die haben ja genauso Resistance-Leader wie wir. Und ihr kennt mein Problem, ich habe nicht viel Accuracy. Ja, deswegen lande ich... Ich sollte es nicht sagen. Ich hätte es geheim halten sollen. Oh oh. So, wir punchen jetzt erstmal diesen Retash. Boom. Und ja, jetzt landen die alles. Scheiße, ich hätte es nicht sagen sollen. Wieso habe ich das gesagt, dass wir wenig Accuracy haben? Und die nichts landen und plötzlich landen die alles. Weh, du landest alles.
Okay, alles gut. Wir müssen mal aus diesem Provoke irgendwann rauskommen. Gerade wird's heftig und ein bisschen hässlich. Oh shit. Wir müssten jetzt mal dringend procken, sonst haben wir keine Chance mehr. Diese scheiß Stunts. Bitte hört auf, ich muss healen. Ich muss dringend healen. Nein, bitte resistet. Oh, Retash. Was? Dann werde ich nicht gestunt, dann werde ich... dann werde ich nicht provoked, dann werde ich gestunt. Oh. Ich habe das schon oft gegen das Team benutzt. Also, wie gesagt, Mirren ist nicht das Beste, aber das habe ich bei dem Team schon sehr oft gemacht. Ja, weil wir im Vorteil sind, weil die meisten Gegner, die nicht auf Destroy haben. Und die sind ja relativ gleich tanky. Und ich habe nicht Automodus aktiviert, ne? Ich mache einfach. Ich kann mir nichts machen, weil ich die ganze Zeit gestunt und provoked werde. Weil wir ähnliche Voraussetzungen haben im Prinzip. Ähnliche Runenqualität, beide Resistance Leader und so. Aber ich dann den Destroy-Effekt habe, deswegen klappt das meistens. Und ich wollte mal was anderes als Kupfer mit Wind Panda nehmen. Aber, wie ihr seht, habe ich meine Klappe zu groß aufgemacht. Scheiße. Okay, auf zu einem plus 3er. Da haben wir das hier. Ich hasse Jean-Devs nach wie vor. Das hier. Oh, ich würde schon gern den Skogul angreifen. Aber ich denke, besser wäre es, weil wir jetzt nicht den komplett gelbesten da gemacht haben. Sprachen lernen, Bubble. Gelbester vor allem. Machen wir. Ja, kommen wir mal an das hier. Okay, scheiße. So, wir machen mal oben Wind Panda Kupfer, zack. Und unten Elcharion Dev, habe ich ehrlich gesagt noch nie gesehen. Dann nehmen wir mal Perna, Eladriel und sollen wir bei Annabelle bleiben? Annabelle. Okay, let's go. Fight Nummer 2. Ah, ich hoffe, ich bringe meine Gilde nicht um den Sieg. Aber ja, wir haben ja noch ein paar nach mir, die angreifen können. La la la, nichts passiert. Heaven ist nur einmal gestorben. Ach Gott. Eigentlich hatte ich heute ein anderes Video geplant. Aber gleich gibt es Burger, um euch einmal hungrig zu machen. Deswegen konnte ich das andere nicht aufnehmen, weil das ein... Ich will nicht verraten, was es ist, weil ich das wahrscheinlich dann in den nächsten Tagen mache. Es ist aber ein aufwendigeres Video, das ein bisschen länger geht. Und ich freue mich drauf. Wollte ich eigentlich schon länger wieder machen, diese Art von Video. Werdet ihr dann sehen. Also seid gespannt. So, das erste ist kein Problem. Ich finde das Team mit Chandra, Jan und wenn dann Perna dabei ist, absolut nicht schlimm. Wir können einfach die Jan töten und die anderen haben keinen oder bereiten uns keine große Gefahr. So, mein Eladriel kriegt schon heftig auf den Deckel, aber das ist kein Problem. So, zack, auf Revenge. Da er das Schild hat, gehe ich mal auf diesen Kmoon einfach mal. Ja, ein Proc und er wäre tot gewesen. Annabelle ist einfach so nice. Ich weiß nicht, warum viele Annabelle nicht so sehr mögen. Die ist halt einfach extrem cool, weil die alles so in ihrem Kit kombiniert. CC beim ersten Skill, also mit dem Sleep. Zweiter Skill, AOE Heal plus Cleanse. Und dritter Skill, AOE Defense Break für 3 Runden. What the fuck? Krank. Die brauchen natürlich mega viele Stats. Und ich beschwere mich bei meiner irgendwie immer, weil sie so selten sleept. Und sie hat wirklich viel Resistance bei mir. Aber sie resistet irgendwie nie was. Gefühlt jedenfalls. Und das finde ich irgendwie immer so ein bisschen frustrierend. Wenn man dann schon so viel Resistance hat, dass sie trotzdem die Gegner alles landen. Vor allem so Theomas, wo man eigentlich davon ausgehen kann, dass kein Schwein bei ihm Accuracy ruht. Aber naja, das ist halt SW. Aber trotzdem mag ich die ja so gern. Hat mich auch einer im Stream gefragt, wie findest du Ana? Mag ich sie so gern, dass ich noch meine zweite baue. Ich gebe ihr momentan Devil Mounts Runen, hat sie schon. Die ist schneller und auf Nemesis, also Gewalt Nemesis. Sie ist ja hier auf Gewalt Wille. Oh, für Wille, wenn sie eh nichts resistet, hä? Das wird dann eh gestrippt und dann prockt. Oder dann kommt eine Ciara zum Zug, wenn vorher irgendwer strippt und dann boom, tot. Ja, uns bleibt eigentlich nur eine Wahl. Das gleiche Prinzip hier unten. Dann zeige ich euch das mal. Wobei ich oben gern Wind Panda benutzt hätte. Was können wir stattdessen machen? Ich muss ja jetzt wirklich gewinnen. Also ist ja kein Witz. Meine Gilde verlässt sich irgendwie schon so ein bisschen auf mich.
Deswegen, Perna ist gut. Ana, ich weiß nicht, ob Ana so die gute Wahl ist. Wir bauen halt natürlich schon einen Defense Breaker. Mal sehen, wie viel Ana aushalten kann. Das Problem ist, wir können nicht so einfach den Orion töten, außer meine Perna crittet. Und das Einfachste wäre, wenn wir den Orion so schnell wie möglich töten. Wisst ihr was? Wir spielen das anders. Und gehen mit dieser Variante rein. Pussy Comp oben, Pussy Comp unten. Das ist so meine Standard GK Offense. Wenn es schnell gehen muss. Wie gesagt, dieses Bestienmönch-Team eben, was ihr gesehen habt, ist eigentlich auch so ein Standard-Team, das ich sehr oft benutze und das sehr oft gewinnt, wo man sich auf nichts verlassen kann, weil die eigentlich tanky genug sind, um genug auszuhalten. Aber eben sollte es dann nicht so sein. Und ansonsten mein letztes Team, dieser Gewalt-Orion. Mein letztes Team ist das Leo-Verde-Jean-Team, das auch extrem safe ist. Das dauert nur ein bisschen und ja, ich habe ja nicht so viel Zeit. Der wollte schon wieder procken, der Mistkerl. Deswegen habe ich jetzt mal das Team nicht genommen. Ich gehe mal lieber auf ihn. Der kann ruhig Attack-Leiste bekommen, ist mir relativ egal. Derpgrin Panda. Und dann prockt er. Scheiße, eben die. Ich hätte das schon gern gewonnen. Also, das war jetzt nicht so gedacht, so, ach, das können wir ruhig verlieren. Ich mirror das. Dann die Chance war eigentlich schon hoch, dass wir dagegen auch gewinnen mit diesem Destroy. Kam nur irgendwie nicht dazu. Weil die Gegner uns getötet haben. So oder sehr schnell kontrolliert haben, obwohl wir im Prinzip das Gleiche hatten, aber dann irgendwie nicht durchkamen. Vor allem, weil der erste Provoke von der Jeanne ging halt nicht durch und dann hatte ich die Mega-Chance und zack war alles vorbei. Wir haben in dem Zug irgendwie nichts gewonnen und die Gegner haben uns dann ab dem Zeitpunkt, ab dem die Jeanne einmal uns provoked hat, das ganze Match über kontrolliert. Und das ist schon heftig. Sehr heftig. Sehr, sehr heftig. So. Nein! Nur wegen diesem dummen Heal-Over-Time hat der Rakan überlebt, aber goodbye, Rakan. Easy. Am Ende muss man eigentlich aufpassen. Also sagen wir mal, ihr habt keine Ladil und nur noch ein Wind Panda steht da, dann werdet ihr gezwungen, ihn anzugreifen. Und wenn dann ein paar Bomben verfehlen und er halt euch die ganze Zeit Revenge und dann eure Ciara tötet und ihr dann nur noch eine Rina übrig habt, keine Ahnung, wen ihr jetzt im Spot 1 habt, das ignorieren wir jetzt mal, könntet ihr noch verlieren. Also muss man da immer ein bisschen aufpassen, wen man da genau mitnimmt. So, jetzt schauen wir mal, ob wir das Ganze gewinnen. Ich beschließe mich, die Jeanne zu töten und den Ritesh leben zu lassen, auch wenn ich eigentlich immer bevorzuge, den Defense Breaker als erstes zu killen. Aber die Jeans haben es in sich. Ich hasse die. Die sind schrecklich. Also meine Jean mag ich, die Gegner Jeans hasse ich. Landest nicht. Sehr gut. Wenigstens nicht bei meinem Wind Panda. Wir arbeiten als erstes natürlich an Shit. Nein, wir arbeiten nicht an Shit. Wir arbeiten an Ritesh. Proc. Junge. Stun. Proc. Nein, nicht die Gegner sollen procken. Oh, komm schon. Sehr gut. Kupfer. Bitte reiß dich zusammen. Kein... ist schon wieder Silence. Ja, den kannst du ruhig angreifen. Revenge und schön. Aber die Procs, die sind halt so fick, diese Bestienmönche. Deswegen bevorzuge ich eigentlich dieses Mirron, was ihr eben gesehen habt. Aber es will gerade nicht so richtig. Hört doch auf zu procken, Junge. Nein! So knapp! So knapp! Komm! Schon wieder, die haben zu oft diesen Heal. Heilige Scheiße, mein armer Kupfer. Schon wieder gesilenced. Fast tot. Soll ich... Will ich healen oder will ich einfach drauf... Ich glaube, wir verlieren das sogar. Ich muss den jetzt killen. So, kill! Nein! Selbst Kupfer mit Wind Panda kriegen nicht alles hin. Damn, Junge. Damn. Ah, da seht ihr, diese Woche ist nicht so gut. Vielleicht lassen meine Runen einfach nach. Die sind auch auf Destroy. Sieht man selten. Die sind, ja, lasst irgendwie nach. Vielleicht, ja, die sind schon, ich will nicht wissen, wie oft die sich geheilt haben. Meine Runen lassen nach, oder? Die Qualität ist einfach zu hoch von den Gegnern.
Deswegen habe ich auch eben verloren, weil die Runenqualität besser bei den Gegnern war. Nein. Ich hoffe, meine Gilde kriegt das trotzdem noch hin. Verzeiht mir. Wie viele haben wir jetzt noch? 9. Ja, ich denke, das schaffen die noch. Naja, also... Vielleicht sieht man langsam meine Grenzen. Ich habe halt aktuell nicht so viel Zeit zum Farmen. Und kann nicht den ganzen Tag über am iPad hängen, weil ich noch andere Sachen zu tun habe. Trotzdem macht das Spiel sehr viel Spaß. Vielleicht ist es in dem hohen Rang ein bisschen zu hart für mich. Naja, ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Ist ja auch nicht immer so. Also normalerweise die letzten Wochen lief es ja sogar ganz gut. Wir kommen jetzt zum Kommentar des Tages. Und ihr bekommt diesmal wirklich was. Freiherr von Richthofen schreibt, was ist der Promocode für März? Also, ich habe ja damals gesagt, dass auf Reddit so ein Kalender gepostet wurde, in dem SW-Codes zur Verlosung drin standen. Und die kann jeder von euch benutzen. Und jeden Monat gibt es einen neuen Code und diesmal werde ich den Code jetzt hier auch einblenden. Ich meine, es gibt eine Wasserschriftrolle, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Auf jeden Fall bekommt ihr irgendwas Cooles, also nicht nur Energie und nicht Mana, sondern irgendeine Schriftrolle oder Kristalle. Ich meine diesmal eine Schriftrolle. Also gebt diesen Code ein bei Android, bei den Events ganz unten habt ihr so ein Code-Eingabefeld und bei iOS müsst ihr den Link, der hier in diesem Bild steht, in euren Browser eingeben, aber das Spiel, also SW, muss auf diesem Gerät installiert sein, aber ich denke, das ist logisch. Naja, und das war's. Viel Spaß damit, ich hoffe, euch geht's gut, wir sehen uns im nächsten Summer of War oder im nächsten Stream wieder. Haut rein, Freunde, bis zum nächsten Mal. Ciao.